So, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Orion Burger. Ich hatte jetzt ja ein paar Tage Zeit zwischen dem letzten Video und jetzt nachzudenken. Und bei dem letzten Test sind wir ja an dem Zaun hängen geblieben. Und da ich weiß, dass das der letzte Test ist und ich weiß, wo ich noch nicht war, fällt es jetzt nicht so schwer rauszufinden, wo ich denn was bekomme, um den Zaun aufzukriegen, auch wenn ich nicht genau weiß, was es ist. Aber es wird so eine komische Zange sein, halt so eine, wie heißen denn diese großen Scheren, mit denen man so Autos aufstemmen kann? Weil ich gehe mal davon aus, dass die Polizei sowas hat und Gott sei Dank haben wir ja die Polizei hier vertreten. Ja. Genau, weil bei denen war ich noch nicht. Habe ich ja irgendwann mal am Anfang gesagt, dass ich da später hin muss und das Nichts später ist Besonderes jetzt. dran. Oh, Wilbur, kannst du eigentlich den Busch nehmen? Das kann ich nicht nehmen. Das kann ich nicht nehmen! Gucken wir mal da rein. Brunswills Elite. Ausgeruht und fit bis in die Fingerspitzen. Brunswill Police Department. Die will ich natürlich nicht wecken, weil ich will die ja, glaube ich, bestehlen. Kann ich einen Donut haben? Nimm dir mal einen Donut. Ich komme nicht heran. Okay, gut, dann nimm dir eben keinen Donut. Kofferraum betätigen. Wie? Du sollst den halt aufmachen. Wie? Abgeschlossen. Ah. Muss ich den jetzt echt... Hä? Wie kriege ich denn den Schlüssel da abgezogen? Da stickt er. Ich finde es einfach so geil, wie das Spiel komplett auf halt irgendwie 5 Frames runterfährt, sobald irgendwas im Bild passiert. Kann ich den einfach nehmen oder werde ich jetzt irgendwie geschlachtet? Okay. Versuch es, Freundchen, versuch es. Vorladung für Sie. Ich glaube, ich muss mich beeilen, bevor der aufwacht. Ich nehme ein Bonbon. Okay, nee, der schläft. Musik. Musik. Klemmbacke? Diese großen Seidenschneider, heißen die echt Klemmbacken? Nee, was ist denn das? Ah, das ist so ein, doch wirklich so ein Türaufstemmer von der Feuerwehr, aber... Ich nehme einen Bomben. Ich wollte so eine große Metallschere haben. Diese Hydraulik-Metallscheren, die Feuerwehr auch hat. Eine Klemmbacke? What the fuck? Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und schauen vor allem mal, ob wir den ersten Teil nochmal machen müssen. Ja. Ihr könnt eure Insel haben. Nimm meine Fußnägel. Törre, törre. Oh, wie gerne ich das gerade wegklicken täte. Ihr könnt eure Insel haben. Lalala. Euren deftigen Hausschnaps doch nicht vorenthalten. Ja, so ein guter, deftiger Hausschnaps. Nee. Jawohl, ich bin wieder im Geschäft. Ich hab mal... Also der Vater von einem Freund brennt selbst. Also mit auch... Genehmigung, weiß nicht, was man dafür alles braucht. Aber irgendwie ist so selbstgebrannte Fruchtzeugs nicht meine Welt. Vor allem pur. Uah. Okay, Wibbler, ich sag dir. Jo, Wibbler. Ich geb dir eine große Kugel Gummibälle und mein Glas geschnittener Fuß. Wieso kann man das nicht skippen? Die sammle ich seit Jahren. Na, ist das nichts? Huh, ich schenke euch die Insel. Kostet nichts. Netter Versuch, Wibbler. Okay, okay, vergiss die anderen Sachen. Wie wär's mit einem großen, stinkenden Fisch, hä? Der Kleine, von dem ich ihn hab, mein... Gerade eben habe ich so mein Inventar angeguckt und hab mir gedacht, scheiße, für den nächsten Test, für den nächsten Teil des Tests brauche ich doch den Fisch. Wo war denn der Fisch? Aber jetzt gibt er mir den Fisch, das hatte ich vergessen. Los, gimme dat Fisch.
Ein Glas mit abgeschnittenen Fußnägeln. Ugh. So. Dieser Hintergrund, wie wir das Spiel komplett tötet. So, also, Punkt 1, Hund ablenken. Der hat ja ein Holzbein, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ach, geh spielen, du blödes Vieh. Das ist ja übertrieben, der Piratenhund. So, dann haben wir ja schon rausgefunden, dass ich das Halsband mitnehmen kann und wahrscheinlich auch brauche. Wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Dann hau mal das Schloss mal auf. Ansonsten ist der Test ja relativ eindeutig. Abschleppwagen und hier dieses Gitter, ich vermute mal, ne? So viele Möglichkeiten wird es da nicht geben. Wo rollt denn das Tor bitte gerade hin? In das Kraftfeld rein, oder was? Leute, das ist nicht mehr komisch. Nee, nehmen. Hacken. Ich kann es nicht nehmen. Die Kette ist nicht lang genug. Gut. Leute, das ist nicht mehr komisch. Ja, sei mal leise. Ich bin dich doch quasi schon am Befreien. Gut, jetzt ist die Kette wohl lang genug. Hört mir denn niemand zu? Doch, hör auf zu jammern, Alter! Lass dich gleich da drin. Auch wenn ich dann wahrscheinlich nicht weiterkomme. Jemand da? Mal gucken, was stärker ist, das Gitter oder die Handbremse. Und ab die Post! Okay, reißen wir mal das ganze Ding ein. Wow! Verzeihen Sie, Herr Bürgermeister. Oh, hallo, Wilbur. Danke, dass du mich gerettet hast. Bitte, bitte, warum auch immer du im Gefängnis bist. Natürlich muss ich dir für den Schaden, den du verursacht hast, eine Rechnung schreiben. Also okay, er sieht so aus, als würde er sich ein bisschen was in die eigene Tasche wirtschaften, aber trotzdem übernimmt er jeden Job im Rathaus. Wieder angestellt, du dummer Hund. Ach, hör auf zu winseln, ich hol dich raus. Den würde ich da nicht rausholen, er sieht übertrieben aggressiv aus, yo. Ach, wie süß. Aus, Junge. Das kitzelt. Hier, nimm Pfefferminz. Nimm Pfefferminz? Okay. Gut, dann können wir ja weiter... jetzt wollte ich schon weitergehen. Da gibt es bestimmt irgendwas, was ich brauche. Was leuchtet denn da? Ein Viertel Dollar, den brauche ich bestimmt. Yes! Nein! Das Klatschblatt wird mir nicht weiterhelfen! Okay. Hier, Toilette benutzen. Das dreckige Becken fasse ich nicht an! Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, weitergehen. Na? Vera, ich will mal mit dir reden, bitte. Na? Immer noch am Lesen? Scharf beobachtet, Wilbur. Ach so, ich muss sie und ihren Mann glücklich machen. Ah. Wie soll ich euch beide nur wieder glücklich machen? Warum würdest du sowas tun wollen? Ich wäre gerne ein Heiliger, denn ich muss ein Wunder vollbringen. Wenn du ein echtes Wunder vollbringen willst, krieg Eugene dazu, den Toilettensitz wieder runterzuklappen, wenn er dort fertig ist. Okay. Habt ihr beiden euch schon immer so gestritten? Hör zu, Wilbur. Dass wir uns dauernd streiten, heißt nicht, dass wir uns nicht lieben.
Du liebst mich wirklich, nicht wahr, Schätzchen? Tja, ich quäle dich eben liebend gern. Haha, vorbeigezielt. Okay. Ich muss jetzt gehen. Bis dann, Wilbur. Bin noch nicht so ganz auf den Trichter gekommen, aber rede ich erstmal mit Vibe. Hallo, Vibe. Warum bist du so traurig? Was? Roxy ist böse auf mich. Wieder mal. Genau, ich weiß, dass Roxy das Halsband braucht. Warum ist Roxy wütend auf dich? Naja, außer dass ich mich verfahren habe, sodass wir unser Konzert verpassen, sind mir Teile unserer Ausrüstung verloren gegangen. Und dann habe ich noch unseren ledernen Jahrestag vergessen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Der lederne Jahrestag, lederne okay. Lederne Jahrestag? Stimmt, der große. Mann, ich glaube einfach nicht, dass ich den vergessen habe. Dann gebe ich ihm mal das Halsband, das müsste eigentlich passen. Wobei, der hat ja auch Ausrüstung verloren. Hier, Ausrüstung, kannst du wieder haben. Wie wäre es damit als Geschenk zum Jahrestag? Mann, du spinnst wohl. Das ist dem Jahrestag kaum angemessen und ist ausgesprochen uncool. Okay. Dann kriegst du erstmal das Halsband. Hier, bitte. Werd glücklich damit. Wäre was das, sind das eigentlich? Lederhalsband nicht ein schönes Geschenk zum Jahrestag? Lederhalsband? Naja, es passt genau zum Anlass und ist schon ziemlich cool. Was rede ich da? Es ist perfekt! Roxy wird es lieben! Vor allem genau ihre Kragenweite. Wieder gut machen. Die Plattensammlung! Ja, die will ich haben. Gib mir die Plattensammlung. Haben? Hey, warum nicht? Ich habe eh keinen Plattenspieler mehr. Und vielen Dank noch, Mann. Die Plattensammlung. Und da ist eine Jukebox. Funktioniert die Jukebox denn nicht? Jetzt nehme ich erstmal die Schallplatten. So, Jukebox, tust du denn von alleine? Nee, nicht nehmen. Ich kann das nicht nehmen. Das kann ich nicht nehmen. Spar dein Geld, Wilbur. Eugene hat alle Schallplatten zertrümmert. Okay, Eugene. Gott sei Dank habe ich Schallplatten. Hä, das ist voll die aufwendige Animation für ein so ein Ding. Hübsch gemacht. So, dann werfen wir das Ding jetzt mal an. What? Oh, das ist unser Lied. Stayin' Alive? Okay. Kommt eine Disco-Kugel aus der Decke gefahren, okay. Shake it, baby! Oh, wow! Wie romantisch du bist! Okay. Ich glaube, deren Feuer haben wir auch wieder angeheizt. Was war das? Das ist eine gute Frage. Ja, dann gehen wir mal weiter. Eine neue Sängerin und eine neue Freundin. Roxy, ich hab hier was für dich. Komm mir nicht damit, du kleiner Papagallo. Papagallo. Du hast doch an unseren Jahrestag gedacht. What the fuck? What the fuck? Was passiert hier? Oh, Vibe, es ist wunderschön. Woher bist du plötzlich Kali geworden, oder was? Mir so leid, Baby. Sieht das noch jemand außer mir? Oh Gott, der Arme. Hallo, den Verstärker? Ich hab es dir schon tausendmal gesagt. Du sollst kein Bleichmittel... Bleichmittel wohin? Du hast keine Klamotten an, Alter. Nein, 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 nein! Du hast bestanden, du hast den Test bestanden. Ich glaube es nicht. Da kannst du Gift drauf nehmen, Schleimbeutel. Das war doch eine Kleinigkeit. Boss, was machen wir nun? Bis jetzt hat noch keiner alle Tests bestanden. Das weiß ich, du Hasenhirn. Schick ihn einfach wieder runter. Stationier die Funkboje und dann nichts wie weg. Ei, ei, Boss.
Okay, war's das? Aber er hat meine Tante gefressen. Du Dämmlack! Er hat den blöden Test bestanden, also wird es auch keine Ernte geben. Klingt vernünftig, glaube ich. Du bist schließlich der Boss. Okay, das riecht nach Ende. Okay, komm mit. Du weißt ja Bescheid. Weißt du, Schleimbeutel, irgendwie werde ich dich vermissen. Ich auch, Erdling. Aber ich begreife immer noch nicht, wie du die Tests bestehen konntest. Dein Gehirn ist so winzig. Sagt der mit einem kleineren Kopf als wie ich. Aber das hast du ja nicht. Ich habe es überprüft. Du gehörst ins Buch der galaktischen Rekorde. Mehr als nur ein Gehirn. Ach nee, jetzt. Moment mal. Flamix! Bring den Erdling wieder rein! Sofort! Ha, was ist los, Boss? Hab ich was vergessen? Sei doch mal still! Ich überlege gerade. Gleich hab ich's. Wenn jetzt Computer, wegen dieser Alien-Uschi mein Planet erntet wird. Gegenwärtig befinden sich vier Lebewesen an Bord des Raumschiffs. Mal sehen! Ich bin da, du und er ich zähle nur drei. Also nochmal. Ich bin hier. Alter, das Grinsen. Das ist ja nicht, du Einfallspinsel. Wir haben einen blinden Passagier. Computer, wo befindet sich das vierte Lebewesen? Das vierte Lebewesen befindet sich im Lüftungssystem des Raumschiffs. Huhu. Die hat mir halt null geholfen, so gar nicht. Die hat nur so Sachen gesagt wie, ja, du schaffst das sowieso nicht. Oh, das muss ich nehmen, das muss ich bestimmt nehmen. Nimm dir das. Oh, er nimmt's von alleine, okay. Was ist los, ihr barbarischen Schleimbeute? Ihr tropft auf meinen Anzug. Ach, sei doch still. Tja, dann werden wir deinen erbärmlichen Planeten wohl doch abernten, Erdling. Aber das könnt ihr doch nicht machen. Ich habe die Tests bestanden. Das ist unfair. Unfair? Ha! Du hast von diesem blinden Passagier offenbar jede Menge Hilfe bekommen. Du bist damit wegen Schummelns disqualifiziert. Damit kommst du nie durchs Lack. Das werden wir ja sehen. Flamix, schick das magere Menschlein auf seinen Planeten zurück. Er soll sich noch von seinen Lieben verabschieden können, bevor wir sie alle durch den Fleischwolf drehen. Ich kann sie jetzt schon förmlich schmecken. Mann, bist du krank. Meine Güte, sind wir aber lebhaft. Du kannst in der Kühlkammer ein bisschen Dampf ablassen. Ja, dann habe ich nach der Ernte eine schöne Zwischenmahlzeit. Okay. Spiegel? Oder geht das wieder von alleine schief? Wenn Astral eingesperrt ist, wird das Ding mich gleich zur Erde zurückschicken. Diesmal endgültig. Ach so, die Tussi hatte die Maschine. Fleisch. Das war mir bis jetzt noch nicht klar. Denk nach. Ich muss irgendwas tun, und zwar ganz schnell. Nimm den fucking Spiegel. So, alles vorbereitet. Nimm doch den fucking Spiegel. Nur noch Lebewohl zu sagen. Okay. Der hat es von alleine gemacht. Ich muss gar nichts mehr machen. Fick dich, Spiel. Okay, Flamix. Du wirkst ziemlich durcheinander, Flumix. Komisch, ich fühle mich auch nicht so toll. Vielleicht habe ich mir was geholt. ja. Kannst du auf einem Bein stehen und der hat gar keine Nase. Ich glaube ja. Nein, warte. Wo sind meine Beine? Und meine Nase. Geil. Ja, dann mach mal die Tür auf. Wie öffnet man die großen Türen? Hast du deinen Schlüssel verloren, Boss? So einen Tag habe ich heute auch. Boss? Weißt du, wer ich bin? Oh ja, du bist Slark, mein wunderbarer Boss. Immer frei wird doch erstmal die... Ich habe Hunger, wo ist mein Kühlraum? Alien-Tussi, deren Namen ich vergessen habe. Wo der Kühlraum liegt? Na, dann hat es dich aber auch schwer erwischt, Boss. Komm mit.
Welches Exemplar soll es denn heute sein, Boss? Wie wäre es mit der hier? Die magere da? Na, wenn du meinst, Boss. Wilbur. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wiedersehen würde. Wie bist du denn gekommen? Naja, zuerst sah es schlecht aus. Aber dann habe ich meine Lage reflektiert. Oh, nein. Die Lösung hat mich mit voller Wucht getroffen. Nein. Wohin ist Slark gegangen? Er ist zur Brücke gegangen, um deinen Planeten abzuernten. Warum flüsterst du? Der Schleimbeutel darf uns nicht hören. Der flüstert doch gar nicht. Slark. Du machst Witze. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Hilfst du mir die Ärmel? Kann man hier noch mehr auftauen? Würde ich gern, aber im Moment kann ich gar nichts zittern. Es wäre wirklich am besten, du gehst ohne mich los. Gut, dann mache ich halt Slark alleine kaputt. Ich nehme mir Slark vor. Wie willst du ihn aufhalten? So weit habe ich nicht vorausgedacht. Komm, tau hier einfach alles auf. Er fliegt doch genug rum. Tja, dann viel Glück. Zur Brücke, Flumix! Da läuft ein Mensch frei herum! Ein Mensch? Oh je. Wie sieht der Mensch denn aus, Boss? Er ist groß und dick, grün und gemein! Pfui Teufel, das klingt ja eklig, Boss! Was war das denn gerade? Ist das ein Handtuch oder was soll das sein? Der Sauger. Der Mensch! Saug mal 9 Milliarden Menschen mit einem Staubsauger ein. Widerlich aus. Und es ist eins der besser aussehenden Exemplare. Die Erde, was für ein erbärmlicher Planet. Da ist er, Flumix. Du weißt ja, was du zu tun hast, nicht wahr? Ja, eigentlich. Nein. Geh und pack ihn und wirf ihn in die Zelle. Oh ja, er wird sofort erledigt, Boss. Kommst du frei oder muss ich dich erst überzeugen? Hör mit dem Blödsinn auf, Flamix! Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe jetzt keine Zeit für Spielchen. Blöde Blechbüchse! Ich hab dich gewarnt! Jetzt lass ich meine Dioden für mich sprechen! Wow! Was ist denn mit dir los? Bist du verrückt geworden? Boss, bist du es? Wer soll ich denn sonst sein, du Idiot? Du bist es, aber warte, wenn du es bist, wer ist das dann im Turbolift? Na, komm schon. Oh nein, nicht du schon wieder. Na, mein Freund, kannst du lesen, was auf dieser Tafel steht? Naja, ich bin ein bisschen zu dicht dran. Könntest du mir mal unter die Arme greifen? Ein halber Meter oder so muss... Auf der Taste steht automatische Ernte. Ein Knopfdruck und ein kostbarer kleiner Planet wird abgeerntet. Nein, bitte nicht. Weißt du, eigentlich drücke ich die Taste gerne selber. Aber da du mein Gast bist, überlasse ich dir die Ehre. Lass ihn los, Slark. Hä? Ich sagte, lass ihn los. Yay. Oh, diese verdammten Aktivisten der Alienrechte. Ich nehme dich jetzt fest, Slark. Ihr seid umzingelt. Überwältigt habt ihr mich vielleicht, aber überlistet nie. Schnell, Flamix, zur Rettungskapsel. Sie entkommen. Ach, mach dir keine Sorgen. Die beiden kommen in der kleinen Kapsel nicht weit. Ich bin froh, sie erst einmal los zu sein. Da wir gerade über Haare sprechen, ich glaube, das gehört dir. Danke. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du wirklich hübsche Haare hast? Oh. Nein, wenigstens niemand außer meinem Turnlehrer. Wow. Wir haben gerade nicht wahr? Oh ja, wirklich. Wow. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Schau mich an, ein kleiner Niemand aus dem Provinzstädtchen. Eben verkaufe ich noch Flohtücher im Zooladen und plötzlich kämpfe ich gegen durchgeknallte Aliens. Du wirst zu Hause eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Zu Hause? Na hör mal,
Wie soll ich zu meinem alten, langweiligen Leben in Boonsville zurückkehren, nachdem ich im Raumschiff durchs Weltall getobt bin? Hm, unmöglich. Mir kommt da eine Idee. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, aber ich könnte dich bestimmt in meiner Vereinigung unterbringen. Wenn mein Koordinator erfährt, wie toll du mit Slark umgegangen bist, ernennt er dich bestimmt zum offiziellen Aktivisten für Alienrechte. Wirklich? Ich bin ein offizieller Aktivist. Meinst du, ich könnte auch durchs All flitzen wie du und böse Aliens jagen? Naja, vielleicht bekämst du erst einen Schreibtischjob. Das macht nichts. Ich tu's. Wilbur Waffelmeier, Raumkadett. Waffelmeier? Weißt du auch, wie man so ein Ding fliegt? Nicht direkt. Tja, dann wird es Zeit, dass du es lernst. Zuerst klinke ich die Funkboje aus. So, gut. Drück jetzt bitte die Taste da drüben. Den hier? Nein, nein! So, dann lassen wir noch die Mitwirkenden ablaufen. Ich würde sagen, die haben es mal verdient, gezeigt zu werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war jetzt mal wieder ein echt witziges Projekt. Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern, ist mal wieder ein... muss ich die jetzt alle... Toll. Stopp, wie heißt er denn? Erzähler. Comics. Whippler. Robert Missler, genau, der ist das. Der spricht auch Flax W. Wild, glaube ich. Ja, jetzt vielen Dank. Kann das jetzt nicht alles so... Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe gedacht, das läuft so cool durch. Toll. Ja, auf jeden Fall... Kolorierung. auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ich verrate noch nicht, wie es heißt, aber ihr seht es ja dann die nächsten Tage. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.